Ja, ich stehe jetzt hier unter der Tribüne. Die Tribüne ist voll, das ist nur für Reservierte. Hier unten ist es, unten drunter ist es sehr voll. Die Leute warten hier auf den Stier und hier ist gerade an dem Punkt, wo die Stiere rein und rausgelassen werden. Es werden immer zwei in die Gassen gelassen. Der Stier wird ein bisschen provoziert und gerufen und gelockt, in der Hoffnung, dass man den Kampf mit ihm aufnehmen kann. Aber Stier ist weg. Stier weg, das war's dann. Es wird noch gefachsimpelt, wie man vielleicht welche Hörner nimmt, aber gut, ich weiß es nicht. So, der steht schon bereit, der soll ins Rennen gebracht werden. Das ist der nächste. Die Damen schnell noch ins Körbchen, wieder zurück und in Sicherheit bringen. Hier kommen Leute jetzt durch diese Gitter, kommt man hier durch, sodass man in Sicherheit ist. Die anderen sind natürlich die Mutigen, die stehen drin. Aber jetzt kommt der neue Stier. Und der junge Mann in der Hose ist, steht bereit, um sich aufspießen zu lassen. Aber er schafft es, er kann dem Stier entkommen. Der andere hüpft schon. Der möchte auch gerne gehörnt werden. Also die lassen sich auf jeden Fall heute Abend von ihm machen. Das ist ganz klar. Da werden noch Hüte verkauft. Gebracht. Und jetzt ist erstmal Warten angesagt. Warten, wo bleibt der Stier? Ja, wo ist er denn? Kein Stier in Sicht. Protektion de Cuyera ist auch da, genauso wie die Guardia Civil und die Polizei. Ist alles vertreten. Der soll jetzt ins Rennen gebracht werden, das ist der nächste. Und der steht auch schon bereit und wartet drauf, auf seinen Einsatz. Der geht wieder zurück. Und der ebenso. Und wenn mal kein Stier da ist, dann macht man halt den Stier. Hoppla, da war gerade einer. Der ist natürlich hier super. Achtung, da kommt der Stier. Aber die Mutigen bleiben stehen. Schnell doch in Sicherheit gebracht. Der ist jetzt hier in der Ecke rechts, da ist er wieder. Und er nimmt Kurs auf die Gitter. Zack. Und weg ist er, aber der kommt zurück. Da ist er. Ja, und der weiß nicht wohin. Der weiß nicht wohin. Und langweilig ist dem. Zu essen gibt es auch nichts. Ja. Hätten wir doch wenigstens mal was hinlegen können hier. Nichts da. Ja. Andere Richtung. Wieder zurück. Nee, doch nicht. Doch nochmal wiederkommen. Schnell nochmal wiederkommen und um die Ecke gucken.
So ist das Stiertreiben in Cullera.